So, und schon geht's froh und munter weiter. Schauen, was können wir hier machen? Ja, können wir ein bisschen das verstärken. Was sind das? The Growing Otters. Aber wenn wir entkommen, dann haben wir einen kurzen Movement Speed Buff. Okay, aber ist jetzt auch nicht so krass. Vielleicht später. Können wir irgendwas auch loan offering? So, wie wir jetzt einfach mal aus, ob das funktioniert. Item. Das fast echt will ich eigentlich jetzt nicht mitnehmen. Aber dafür sind wir noch zu schlecht, dass ich jetzt sagen würde, hey, wir nehmen Medikit mit und gehen jetzt mal davon aus, dass wir es auch mehrmals verwenden können. Das funktioniert so nicht. Ach, wir haben noch ein Level 1er. Cool. Bin ich nicht der einzige Anfänger. Das finde ich schön. Cool. Man muss erst mal lernen, das Spiel. Das hasse ich auch bei vielen Spielen, was ich jetzt auch Overwatch und so gespielt habe, dass die Leute immer die Neulinge verurteilen. Aber das sind, gut, in meinem Sinne war ich jetzt wirklich der Neuling, der alles versaut hat. Aber das ist ja nicht immer so. Es gibt auch oft Runden, wo ich sage, dass der Neuling besser war als ein erfahrener Spieler, weil der erfahrene Spieler manchmal einfach die Flinte ins Korn wirft und sagt, gut, der ist Level 1. Da haben wir schon verloren. Oder wie die anderen das anscheinend gerade schon mal gemacht haben wollten, die 1-2 dort. Ach, der ist Level 1, den rette ich erst gar nicht. Und der dritte mir geholfen hat und ich dadurch den anderen gerettet habe. Also, das kann sich ja schon auszahlen. Ich meine, dass ich entkomme, gehe ich nicht mal davon aus momentan, aber dass ich wenigstens helfe den anderen. Dass ich die anderen einfach raushole, die können sich vielleicht heilen. Die machen dann die Generatoren. Ich versuche einfach ein bisschen hilfreich zu sein als Anfänger und erstmal zu schauen, was machen denn die anderen, wie reagieren denn die anderen denn darauf in solchen Situationen? Das ist, denke ich, erstmal das Wichtigste am Anfang. Das, was man sieht, hey, der ist jetzt so weit weg, was mache ich jetzt? Machen die dann erstmal den Generator? Gut, das kann man auch nicht pauschalisieren, weil es gibt auch Leute, die tun dann eine Box aufmachen, während der andere den Generator macht. Aber an sich. Ach, der ist schon wieder in meiner Nähe. Oder was soll das gerade heißen? Nein, nein, nein. Ach, jetzt habe ich die Raben aufgeschreckt. Der Killer sieht halt, wenn wir irgendwelche Aktionen machen, die laut sind, wie solche Raben. Das kriegt er mit. Ich will hier gerade nicht den Generator, warum bin ich gerade hier? Ich musste auch gerade weg. Da war gerade ein anderer und der hat gerade mich gesehen, glaube ich. Versuchen wir mal den Generator zu starten. Und hier nicht zu verkacken. Ich konzentriere mich jetzt gerade nur da drauf. Und verkack's. Weg. Weg, 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 weg. Ganz weit weg. Es gibt so. Ich muss nur eine Leertaste drücken. Ich muss nur eine fucking Leertaste drücken. Die zwei haben schon den Generator gemacht. Ich habe noch gar nichts gemacht. Ist hier noch ein Generator? Nee. Da hinten war irgendwas. Ist hier irgendwo ein Generator? Ich muss erst mal gucken, wo der ist und so. Ach, die sind so ein Haus drin. Ich versuche die trotzdem zu retten. Oder? Ich weiß nicht. Auch wenn die anderen die Fächer nicht retten wollen, ist mir scheißegal, ich rette die jetzt.
Okay, der ist hier irgendwo. Der hat's schön aufgegeben, super. Er hat sich schon selber aufgegeben. Klasse, ich wollte gerade hinkommen. Ey, was ist denn das für ein Idiot? Da war sogar einer, sehe ich gerade. Der wollte ihn retten. Super. Wie kann man sich denn da selber dann aufgeben, wenn einer sogar in der Nähe ist? Nein, ich will die retten, hallo? Jetzt. Weg hier. So ein dämlicher Camper, ey. Ohne Mist. Na, scheiße, ich kann die nicht nochmal retten. Was will ich denn machen? Ich hab sogar schon den Hit abgefangen. Wie kann denn die da... Ja, kann ich jetzt nichts machen. Da muss ich jetzt probieren, mit dem anderen zu entkommen. Ich war da schon zweimal jetzt. Also nee, ich war einmal dort schon noch einmal. Rette sie! Rette sie! Ich halt ihn auf! Rette sie einfach! Fuck, der hat gelauert. Verpiss dich! Hat er sie gerettet? Ich bin sowas von tot. Naja, der hat sie nicht mal gerettet! Was ist das für ein Arschloch? Ohne Witz. Er hätte sie doch einfach retten können. Ich hab den so lange abgelenkt. Wieso hat er den nicht gerettet? Ist der verrückt? Ja, das war's jetzt. Okay, dann macht den Generator da weiden. Aber ich bin eigentlich tot. Ich versuch's einfach mal. Ich bin frei! Fick dich, Typi, ich bin frei. Egal. Danke, Typi. Ich versuche einfach zu entkommen. Scheiß auf alles. Ich hab das noch mehr her. Come on, come on, come on, come on. Ich werde es schaffen.
Ich kann ihn eh nicht mehr retten. Ich bin fast tot. Jetzt muss ich weg. Ich habe mich selbst gerettet und alles, also... Wer ging da echt nicht mehr? Das war echt... Alter, kann man jetzt mir, denke ich, nicht vorwerfen, dass ich irgendwie egoistisch war. Ich bin sogar in dieses Haus runtergegangen, hab den gerettet, hab den Killer abgelenkt, so damit der andere befreien kann. Und ich hab mich selbst befreit und bin abgehauen. Also, ich denke, Egoismus kann man ihm jetzt wirklich nicht mehr vorwerfen. Das Einzige, was man vielleicht vorwerfen könnte, dass ich wenig, also gar keinen Generator gemacht habe, aber ich war die ganze Zeit mit dem Killer beschäftigt. Aber ich denke, das war eine gute Runde, finde ich. So, nehmen wir alles mit. Dann nehme ich, glaube ich, ein Level up auch und kriegen so ein neues Web. Genau. Level 2. Unpredictable. Ach so, sind sogar zufällig. Okay, oder was? Unpredictable. Bist du verfickt von. Add to any map. Ja, toll, ich habe keine Map. Mystery Box. Slightly increase 2 Box Repair Speed. Ach, da muss ich hier runter erst. Okay. Dann nehmen wir erstmal die Mystery Box mit. Okay. Und kann ich auch irgendwas ausrüsten hier bei Items? Hier kann ich das. Add-ons. Ach so, zu einer Lampe und so. Aha. Offering. Nee, das kann ich immer machen. Sowas. Ich glaube nicht. Wir haben es ja schon immer benutzt. Ich habe es ja gerade wieder bekommen. Quatsch. Hope. Okay. Wie gesagt, wir wollten erstmal noch ein bisschen Survivor machen. Noch eine Runde auf jeden Fall. Na. Und dann werde ich mal schauen. Eigentlich wollte ich sogar eine Stunde machen, so 3 Parts. Ich weiß noch nicht, wie lange ich jetzt spiele. Kann auch sein, weil das jetzt eine längere Runde wird, dass ich jetzt einfach die Parts zusammen lasse. Und dann manuell schneide. Weil für uns hat es einfach nur so gut gepasst mit den 20 Minuten. What? Failed to join the game, wisst mich gerade. Hallo? Gehen wir nochmal zurück. Be a Survivor. Join the lobby. Okay, es kann auch sein, dass hier noch Kinderkrankheiten, weil das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr mein Internet, was das gerade war. So, hier 2, 6, 4. Sieht doch okay aus. Sind alle so ziemlich gleich vom Level. Ist jetzt keiner auf einem riesigen Level. Hier gibt es auch noch so einen Survivor-Rang anscheinend. Ich glaube, umso besser man ist. Und da steckt man dann auch noch so einen Rang auf und dann sieht man nicht nur, dass der viel gespielt hat, sondern dass der auch gut ist oder so. Aber das hat ja auch nichts immer zu sagen. Man kann ja auch einfach ein egoistischer Spieler sein. Good luck, have fun, schreibt man schon mal, mach mal. Wir sind jetzt schon nett. Aber ich denke, das war die letzte Runde war gut. Wir hätten halt noch einen Generator machen können, aber ich meine, wir haben die Frau unten im Keller nicht zurückgelassen. Wir haben probiert, sie zu retten. Gut, dass sie dann verschlungen, als von ihm erwischt wurde, war. Die war ja immer noch unten. Jetzt ist wahrscheinlich einfach unten versteckt und ist nicht abgehauen mit mir. Weil der Killer war ja schon hinter mir eine Weile gewesen. Aber hat wahrscheinlich gemerkt, dass die andere nicht abhauen wollte oder keine Ahnung, was sie dort gemacht hat. Wir hätten halt gemeinsam versuchen können abzuhauen, weil er hat ja schon mich geschlagen. Wäre sie einfach vor mir weggerannt, während er mich geschlagen hätte, hätte er vielleicht mich erwischt und nicht sie. Und ich hätte ja noch länger überleben können. Oh cool, wir starten alle 4 gleich. Interessant, reunited. Ich geh mal hier lang. Okay, ist mal ein anderer. Ich werde eine Kette. Oh fuck, ich versteck mich mal hier. Ich habe ihn gesehen, da ist er. Oh, was ist unser Survivor-Freund? Ich versuche hier mal daran zu helfen.
Oh fuck, weg hier. Weg hier. Ganz schnell weg da. Ich hab den schon gehört und dann hat dies auch noch. Gut, ich will nicht sagen, sie hat es vermasselt, aber ich hab's ja auch schon oft vermasselt, von daher. Das ist vollkommen okay. Sie hat es einfach nicht geschafft, sagen wir es so. Sie hat sich einfach verdrückt. Vermasselt klingt so scheiße. Weil wir es auch schon ein paar Mal verkackt haben. Okay. Ich versuche den gleich zu retten. Ich weiß halt, man sieht ja nicht, wo die anderen sind. Man sieht ja nie, ob ein anderer näher ist. Oh fuck, jetzt kann ich eh. Ah, jetzt hab ich schon vielleicht abgelenkt. Der Penner ist halt genau hier. Der ist tot, der hat einfach aufgegeben. Super, der eine ist disconnected und der andere hat sich selbst aufgegeben. Natürlich richtig geil. Ich würde mal sagen, das ist schon verloren. Wir können versuchen, noch einen Generator abzukriegen. Und ich denke, das ist besser als nichts. Steigen wir uns einfach mal hier. Alter, das Herz, dieses...